Die Feuerwehr wurde heute 20.28 Uhr alarmiert zu einem Wohnungs- und Gebäudebrand im südlichen Industriegebiet von Schondorf. Die ersten Kräfte, die eintrafen, trafen folgende Maßnahmen an. Die Feuer, die Flammen schlugen aus dem Dach und aus dem Fenster des Produktionsgebäudes. Es wurde nachalarmiert die Abteilung Weiler und die Abteilung Schombach von Schondorf sowie eine weitere Drehleiter von der Feuerwehr Weinstadt und gegen einen späteren Zeitpunkt auch der Atemschutzwagen von der Feuerwehr Fellbach. Im Einsatz sind zurzeit 80 Feuerwehrangehörige, vom Rettungsdienst zwei Fahrzeuge, vier Mann, Organisationsleiter des Rettungsdienstes, zwei Streifen von der Polizei und Beamte der Kripo. Eine Ursache können wir bis jetzt noch nicht erklären. Es handelt sich hier um einen Betrieb, welcher Akkumulatoren und Kleinbatterien baut. Wir sind jetzt in der Prüfung von Rauch und vom Abwasser, ob da Schadstoffe enthalten sind, deshalb auch die Warnung an die Umgebung, die Fenster geschlossen zu halten. Und eine Klärung ist noch nicht vorhanden und die Klärung, was passiert ist und die Ursache des Brandes, kann die Kripo erst aufnehmen, wenn das Gebäude aus sicherheitstechnischen Gründen freigegeben wird. Die B29 war klar durch die Nähe, wo sie ist, die befindet sich ja gleich hinter dem Gebäude. Die waren natürlich betroffen über die Rauchentwicklung. Den Rauch, je nachdem wo der Wind sich hinbläst oder so, drückt dann eben auch runter. Deswegen ist eben die B29 aber nur ein schmaler Streifen. Wir haben Unterstützung aus Fellbach mit den Atemschutzwagen, um die Atemschutzgeräteträger immer ein frisches Gerät und eben auch genügend Flaschen für Atemluft zur Verfügung zu haben. Und so auch die Drehleiter, die zweite, wo am Standort ist, die ist von der Feuerwehr Weinstadt angefordert worden, um das Dach oben, über das Dach den Brand niederzuhalten. Im Moment gibt es nur die Schwierigkeiten, dass das Gebäude nicht begehbar ist, weil es eben aus Stahl und Leichtbau besteht und somit bei der Hitzeinwirkung zu Verformungen kommt und eben die Trägheit oder Tragfähigkeit nicht mehr gewährleistet ist. Eine Sicherheitsfirma, wo hier in anderen Firmen Streife macht, die hat bemerkt, dass in deinem Fenster Feuerschein ist und hat es so der Leitstelle Remsmoor gemeldet und so kam der Alarm zustande. Wie gesagt, von der Meldung, die wir beim Abrufen und bei der Alarmierung bekommen haben, Feuerschein hinter Fenster, bis wir gekommen sind, war der Durchbrand Erfolg. Wir kamen her, das sah aus wie ein großes Lagerfeuer. Das Dach war offen, Feuerschlag war nach außen, seitlich von dem Produktionsgebäude die Fenster waren zerborsten. Also wir konnten einen guten Außenangriff starten und für das Verwaltungs- und für das Wohngebäude, wo angebaut ist, die Brandwände haben das gut gehalten und dann eben beide mit Riegelstellung noch geschützt. Dass sie explodieren, dass das natürlich ungesund ist. Und dann kommt es darauf an, welche Stoffe verbaut sind, was dann mit drin ist. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Akkus zusammenzubauen. Wir sind keine Chemie, da müssen wir abwarten, was die Analyse ergibt. Gefahrgut kann jetzt nicht mehr sein, weil es läuft nichts aus. Und das, was jetzt da drin ist, wird gebunden und es kann dann nur eine Sondermüllentsorgung geben. Der wird vermutlich bis in die Morgenstunden dauern.
ich saß mit meiner Frau beim Abendessen und habe als erstes eine SMS bekommen von der Feuerwehr und danach hat uns der Gesamtkommandant, der Jörg Strube, angerufen und da war es klar, dass ich mir ins Auto setze, mir selber ein Bild vor Ort verschaffe, auch mit dem Firmenbesitzer zu sprechen, meiner Wirtschaftsförderin zu sagen, gegebenenfalls, wie können wir dann auch morgen unterstützen, dass es weitergehen kann. Ja, zum Glück sind keine Menschen zu Schaden gekommen. Einsatz verläuft ja, sehr geordnet, sehr professionell. Wir sind froh, dass wir so eine professionelle Feuerwehr haben. Ja, man hat schon von Weitem die Rauchentwicklung gesehen. Zufälligerweise habe ich es gerade am Radio gehört. Die Warnhinweise für die B29. Und natürlich denkt man bei Akkutechnologie auch an Schadstoffe. Man weiß, dass mit Säuren gearbeitet wird. Deswegen auch die Mitarbeiter auf der Kläranlage verständigt. Aber ich glaube, insgesamt ist es hier von allen Beteiligten sehr professioneller Umgang mit dem Großbrand, einer der größten Brände in den letzten Jahren. Okay.